Hallo zusammen. Wie oft sagt oder hört ihr eigentlich den Satz, was? Das ist mir zu teuer. Vielleicht sagt ihr es öfters, als dass ihr selber hört, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was ihr so beruflich macht. Meine Wenigkeit und wahrscheinlich auch viele meiner Network-Kollegen, die gerade in meinem Bereich, sprich Nahrungsergänzung, Gesundheitsprodukte, CBD unterwegs sind, hören das sicher häufiger als ein Angestellter in der Bank, obwohl das vielleicht auch hört, wenn es um Zinsen oder sonstiges geht. Ja, die Frage, was ist denn eigentlich zu teuer oder wann ist denn etwas zu teuer? Ich persönlich habe jetzt gesagt, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ich selber nehme jeden Tag 15, so wie es auch empfohlen ist, Spirulletten. Spirulletten, das sind unsere Presslinge aus der Spirulina-Alge, voll mit ganz, ganz wertvollen Inhaltsstoffen, die der Körper eben auch so braucht, um täglich so zu funktionieren, wie er soll. Das alles führt man sich ja idealerweise zum Großteil über die Nahrung zu, wenn man gesundheitsbewusst lebt und sich nicht nur von Fastfood ernährt. Und trotzdem wird es in der heutigen Zeit immer schwieriger, das so über die Nahrung zu sich zu nehmen, vor allen Dingen in den Zusammenstellungen, wie der Körper es auch benötigt. Aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Nur so viel dazu, um zu wissen, was in diesen kleinen, relativ unscheinbaren grünen Presslingen steckt. So, natürlich kommen dann oft die Leute zu mir und sagen: Boah, was nimmst du da? Was ist denn das? So, dann erzählst du ein bisschen was drüber. Oh, das ist ja toll. Das wäre ja vielleicht auch mal was für mich. So, soweit so gut. Dann kommt natürlich die berühmte Frage: Was kostet das denn? Und ich empfehle eigentlich immer direkt unsere große Vorratsdose, einfach weil man dann nicht zigmal bestellen muss. Ne? Macht ja keinen Sinn, wenn ich alle 4 Wochen was bestelle und da kommen die Versandkosten dazu, dann kann man es ja besser gleich in so einer riesen Vorratsdose nehmen. So sieht es aus. Nicht erschrecken, das Grüne ist alles natürlich, ist alles nur von der Alge, ist kein Farbstoff oder sowas. So, empfehle ich das. Sagt dann, ja gut, inklusive unserer Versandkosten sind wir dann bei 55,81. Und dann kommt, was? Boah, nee, das ist aber teuer. Ja, gut, ich habe dann, natürlich kommt dann einfach das Gegenargument, gut, du musst es wissen, ob es für dich was ist, aber es steckt halt viel drin, Preis-Leistung. Aber mittlerweile habe ich mir jetzt selber mal ausgerechnet, um zu gucken, ja, ist es denn wirklich so teuer, wie der, ich sag mal, Komplettpreis es denn so sagt? Denn man kann ja nun nicht rechnen, dass das 55,81 kostet. Mal davon ab, dass einiges ja auch Portokosten ist, denn die Post will ja auch bezahlt werden. Aber nehmen wir das einfach mal rein, weil das ist ja das, was du letztendlich bezahlst, wenn du sagst, jo, das ist toll, ich glaube, das ist auch was für mich. So, und dann habe ich mir jetzt einfach mal die Mühe gemacht, auch für mich, einfach mal um zu wissen, wie viel kostet mich denn jetzt meine Ration Spiruletten am Tag? Wie gesagt, 5-mal morgens, mittags und abends, sprich 15. Ja, und habe dann einfach mal gerechnet. 1700 Presslinge. 15 brauche ich am Tag. Das heißt, diese Dose reicht für mich 113 Tage und dann sind noch ein paar Spiruletten über. Also ich gehe jetzt mal von den 113 aus, weil ich ja am Tag auch die vor- oder empfohlene Menge zu mir nehmen möchte. So, also 113 Tage. Und wenn ich das dann durch den Gesamtpreis teile, dann kostet mich meine Ration, die ihr hier seht, das sind 15 Spiruletten, am Tag 49,3 irgendwas zerquetschte Cent, das heißt nicht mal 50 Cent inklusive der Versandkosten. Ja, und jetzt soll dann doch bitte schön jeder entscheiden, ob er wirklich sagt, das ist zu teuer oder ob er einfach nur für sich sagt, nee, es ist gar nicht zu teuer, aber ich selber gebe mein Geld dann doch lieber für Zigaretten, für das Feierabendbier, was auch immer aus und möchte da auch nicht ein paar Zigaretten weniger konsumieren und dafür vielleicht ein bisschen was für die Gesundheit tun, schon allein um auszugleichen, gerade wenn man vielleicht Raucher ist. Oder es muss vielleicht nicht ständig der etwas teurere Latte Macchiato vom Bäcker sein, to go. Ja, eh, dann hat man die To-Go-Becher noch, wenn man nicht gerade selber einen hat, den man mitbringt. Ja, alle diese Dinge halt muss man sich dann einfach für sich selber fragen und das kann auch nur jeder für sich entscheiden, das ist ganz klar. Nur ich wollte einfach mal aufräumen mit diesem Argument, dass das zu teuer ist. Denn es ist wie alles im Leben immer eine Prioritätensetzung. Wenn es mir wichtig ist und ich das Gefühl habe, es wird mir gut tun, dann zahle ich das. Wie gesagt, das war auch mein Weg. Ich bin ja eben durch diese als selber zufriedene Kundin erst in dieses Business gekommen. Ne, weil ich gesagt habe, boah, das ist toll. Und dann habe ich es weitererzählt und dann habe ich andere davon begeistert, weil ich so, du, ne, geht mir gut damit, weil ich
lebt zwar schon gesund, aber es ist ja auch mal Phasen, wo man dann Stress hat, dann braucht der Körper wieder mehr Nährstoffe, als ich ihm da immer über die Nahrung geben kann und, und. So, bei mir waren dann ja auch noch ein paar gesundheitliche Herausforderungen. Und ich war dann halt einfach begeistert und deshalb sage ich für mich noch nicht mal 50 Cent am Tag. Ich bezahle ein bisschen mehr, weil ich eben noch andere Produkte gerne nutze für spezielle andere Sachen. Aber da hätte man schon eine riesige gute Grundversorgung. Und ich sage ganz klar, nicht mal 50 Cent am Tag ist nicht zu teuer. Es ist nur die Prioritätensetzung. Dabei kann ich euch natürlich nicht helfen. Das müsst ihr für euch selber wissen, was für euch lohnenswert ist. Aber generell einfach der Tipp, egal ob jetzt hier im Bereich Nahrungsergänzung oder ob bei anderen Dingen, die für euch vielleicht auch gut sind, sagen wir mal in Urlaub. Wenn ihr sagt, das tut mir aber gut, einmal im Jahr so richtig, oder mir mal alle 2 Monate ein Wellness-Wochenende zu gönnen in einem Hotel, ja, ist auch nicht gerade günstig. Und das ist zum Beispiel wieder was es mir persönlich nicht wert ist. Ich bin nicht so der Wellness-Typ. Kreuzfahrten und sowas, ja, aber Wellness mit Anwendungen habe ich jetzt weniger am Hut, ist für mich nicht so entspannt wie für manch anderen. Darum ist es für mich persönlich das Geld in dem Moment nicht wert, wobei ich jetzt sage, es ist auch nicht immer zu teuer, weil auch da muss man ja umrechnen. Die Leute, die dort arbeiten, die das machen, die Anwendungsmittel und. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Guckt immer erstmal, was bringt es für euch selber und rechnet es mal wirklich ein bisschen um und nicht immer nur eine Endsumme sehen und dann sagen, zu teuer. Vielleicht hat euch das einfach mal so ein bisschen weitergebracht, so auch in diesem Denken, was man manchmal hat. Und manchmal ist es ganz hilfreich, das eben auch zu sehen, diese Etappenpreise so gesehen pro Tag. Ja, und wenn ihr sonst irgendwo mal Fragen habt, auch zu den Spiroletten oder zu anderen Sachen, meldet euch gerne, schreibt es in die Kommentare, wie auch immer. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und in dem nächsten Video werdet ihr es ja eher dann wieder sehen, dass es da wieder um das andere große Thema geht, was auch recht kostspielig sein kann, aber eben auch so viel Spaß bringt. Und zwar geht es da dann ja wieder um die Kreuzfahrten, wie gestern schon angekündigt in dem anderen Video. Bis dahin, euch allen einen schönen Tag. Tschüss!